So, Ungarn, letzte Rennen in der Karriere. Ich hatte ja vor einer Woche gesagt, ja, es ist noch drei Rennen. Nein, es ist das letzte Rennen für FR 2019. Und dann geht es weiter mit FR 2020 nächste Woche. Deswegen jetzt das letzte Rennen und da wollen wir natürlich nochmal gut abschneiden. Schauen wir einfach mal, wie es wird. Schauen wir einfach mal, wie es jetzt wird. So. Gut. Wettervorhersage trocken. Zumindest für Qualifying und Rennen, das ist immer gut. Ja, auswählen auf die Konstrukteurs-WM, die werden wir auch definitiv nicht hinkriegen. Hört sich schon mal klar. Der Vertrag läuft noch. Okay. Gut, gehen wir rein. Wir begrüßen Sie aus der Pusta in der Nähe von Budapest zum Start des Grand Prix von Ungarn. Die Fahrer begeben sich gleich auf die Strecke und sind bereit, uns ein herausragendes Rennwochenende zu bescheren. Stefan Römer sitzt neben mir und wird uns durch das heutige freie Training begleiten. Vielen Dank, dass du hier bist und sag mal, worauf sollten wir heute unsere Aufmerksamkeit richten? Ich denke, wir sollten uns heute das gesamte Feld ansehen und darauf achten, wie weit die Autos mit einem einzigen Satz Reifen kommen können. Während alle verschiedene Einstellungen und Treibstoffmengen ausprobieren werden, kann man definitiv Trends für jede Reifenmischung erkennen, wenn man aufmerksam ist. Dadurch können wir uns ungefähr ausrechnen, wie lange die Fahrer später am Renntag draußen bleiben können. So. We're going to be logging some extra data during this session. Nothing you need to worry about, but as we have some new parts, we'll just confirm they're performing to spec. So. Kurz mal gucken. Ich muss gerade was gucken. Was ist denn das? When you get a chance, make sure to run some of our practice programs. They don't all need to be done in one session, but there's valuable data there to help race strategy and car development. So, dann fahren wir mal raus. Schauen wir mal, was wir auf der Strecke leisten können. Mit dem auf der Strecke, wo ich ja am Freitag gute Punkte weggeschmissen habe fürs Team. Und hier wollen wir es in der Karriere ein bisschen besser rausholen. So, auf geht's. Die Strecke ist sehr wenig oder sehr schwierig zu überholen. Und vor allem muss man auf einige Kopf aufpassen, wie dieser hier, dieser, der gerade auf der rechten Seite war. Also wir haben uns weggeworfen, habe ich es hier. Mit dem unnötigen Dreher und dem Flügelwechsel.
Wäre es wahrscheinlich gute Punkte gewesen. Aber, naja. Hätte, wäre, wenn. Und Ferrari. Ich mache auf jeden Fall noch. Das hat gekostet jetzt. Jetzt haben wir die Zeit. Oder auch nicht. So, voll vergessen, Fett zu stellen in der Mischung, ja. Sommer. Dann probieren wir es jetzt.
Da gibt es nochmal eine Möglichkeit, eine schnelle Runde zu fahren. Erster Sechser sieht zumindest gut aus. Fahre ich noch zu Ende. So. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richter, Sainz Junior und Pierre Gasly. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. So. So. Gut, weiter geht's. Training 2. Regen? Okay. Regen ist natürlich nicht gut. Also weil es halt danach trocken. So, auf. So. Also jetzt im Regen muss man ein bisschen mehr aufpassen, ja? Hm.
Upsi. Da ist der Rutscher drin gewesen. Ich war ja trocken Setup hier. So, letzte Kurve. Jetzt drin. Wir haben neuen Motor drin gehabt. Also im letzten Rennen. So. Besser, sehr gut. Ja, wie gesagt, vorletzte Training. Dann sind wir durch. Mit dem Spiel. Aber lassen wir uns jetzt hier nur noch durchbeißen. Die Zeit wird auf jeden Fall nicht gut werden. Die Frage ist, ob nochmal trocken aufgezogen werden wird. Jetzt alle Fahrzeuge, die Ziellinie überquert haben, schauen wir noch einmal die drei Bestplatzierten. Ricardo, Richter und Max Verstappen. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. So, okay.
Position. Warte mal. Moment, ich muss mal kurz was entwickeln. Ich würde sowas in der Art empfehlen. So, Training 3. Dann gehen wir nochmal raus. So, auf geht's. Wir wollen natürlich noch mal ein bisschen was zeigen. Wie darf man mit dem Sieg uns verabschieden? Hat ja am letzten Rennen nicht so ganz geklappt. Aus Gründen. So, 1.18.2, Bestzeit. So, jetzt ein bisschen aufpassen, nicht wieder zu weit raus. Diesmal passt es. Na, jetzt wieder ein bisschen Zeit verloren. Naja, alles gut. Hier sehe ich die Zeiten. Beziehungsweise die Füllmenge des Benzins sehe ich. Thank you.
Ja, das hier wird's nicht werden. Ein bisschen was liegen gelassen. Noch mal ein bisschen was rauszuholen. Geh mir auf den Sack. Scheiße. Ich hab was verloren. Nee, doch nicht. Hä? Okay. So, letzte Kurve. Und dann haben wir den Freitag durch. Und zwar jetzt. Okay, we haven't yet run any of our standard programs over the course of practice. It'll be a boost to car development if we can log that data, so we should do our best to do so before the end of the session. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Richter, Sainz Junior und Nico Hülkenberg. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ja, dann haben wir es geschafft. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Ist Ihr Tempo im Training ein Indikator für das, was uns in Zukunft erwartet? So. Wie fährt sich das Auto im Regen? Machen Sie sich irgendwelche Sorgen im Hinblick auf Rennen? Nö. Danke für den Kommentar. Gut, dann sind wir durch. Am Freitag, wie gesagt. Morgen im Qualifying noch weiter. Und Sonntag das Rennen und dann ist hier Feierabend. So. Ja, Wettervorhersage unverändert, sehr gut.
Und dann ist hier raus, bin ich raus. Bis morgen.